Und willkommen zurück, meine Freunde, beim Crazy Video bei Crazy Angelus. Heute wird meine Brust komplett zerstört. Und zwar komplett zerstört. Und zwar am Kabelturm. Ja, das habt ihr auch nie bei mir gesehen, glaube ich. Das habe ich, ganz ehrlich sein, mache ich das auch nicht lange. Ich bin da jetzt, sage ich mal, so ein bisschen neu, will ein paar neue Sachen ausprobieren. Und am Kabelturm komme ich sehr gut klar. Was ich sagen kann ist, seid bitte nicht zu streng zu mir. Bitte seid nicht zu streng. Weil, wie gesagt, ich mache das seit ein paar Mal und kann sein, dass es technisch jetzt nicht so das Beste ist von allen. Aber ich denke, es sieht schon richtig gut aus und ich arbeite mich nämlich gerade rein. Ist ja normal. Und genau, ich kann sagen, dass ich den übelsten Pump hatte. Den übelsten Pump gestern, weil ich habe auch... Ich probiere ja jetzt, da ich finde, dass meine Brust ein bisschen, ja, mehr wachsen kann als die anderen Muskulaturen, versuche ich ein bisschen intensiver und ein bisschen länger die Brust zu trainieren und zusätzlich nochmal zweimal der Woche zu trainieren die Brust. Also das ist schon so mein Plan. Abgesehen davon möchte ich euch ganz kurz sagen, wie man am Kabelturm die Brust trainiert. Wir haben die obere Brust, wir haben die mittlere und die untere. So, fangen wir mal mit der mittleren an. Die mittlere Brust verläuft, sage ich mal, gerade, sage ich mal so. Wie als würdest du, sage ich mal, Butterfly machen. Ne? Es ist gerade. Es geht weder nach oben, nach unten. Also es verläuft, sage ich mal, gerade. Entweder ziehst du halt zusammen oder drückst nach vorne. Und genau so ist es halt beim Kabelzug. Ich befestige quasi die Befestigungen in Schulterhöhe und drücke quasi nach vorne. Ne? Da trainiere ich die mittlere Brust. Für die obere Brust befestige ich die Befestigung quasi unterhalb, sage ich mal, an der Hüfte, damit ich von da aus schön nach oben gehen kann und meine obere Brust stimuliere. Wie, als würde ich jetzt, sage ich mal, Kurzhantel machen. Ne? Da geht das ja auch von unten nach oben. Und die untere Brust ist quasi Befestigungen ganz weit nach oben, so wie es halt geht, je nachdem. Und ja, und dann einfach nach unten, wie als würdest du, sage ich mal, so Dips machen. Da trainierst du ja auch mehr die untere Brustmuskulatur. Genau. Und ich muss halt sagen, dass gerade beim Kabelturm, ich fühle mich wirklich wohl. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Übung eine meiner Lieblingsübungen wird, weil ich kann wirklich alle Muskulaturen, alle Brustmuskel-Ebenen, sage ich mal, so trainieren. Ohne dass ich irgendwie ein Gerät wechseln muss. Das finde ich schon nice. Gerade wenn das Fitnessstudio vielleicht voller ist oder so, kann man die ganzen Muskulaturen in der Brust trainieren. Das ist schon richtig cool. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wir sehen uns dann am Ende, nachdem ihr mein crazy Video gesehen habt. Haut rein.
Und willkommen zurück. Damit war es das Video. Es ist vollendet. Vielen Dank fürs Zuschauen und falls ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie mir. Ich werde sie beantworten, so schnell wie ich kann. Und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Like meine Videos, teilt meine Videos. Ich zwinge euch nicht, wenn ihr wollt, könnt ihr es gerne machen. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten, ja, sehen wir uns dann die Tage. Aber ganz wichtig, geht trainieren, bleibt fokussiert. Ganz, ganz wichtig, ja. Ich will nicht, dass irgendjemand von euch zu Hause rumsitzt und nichts macht. Geht trainieren und habt einen Plan, für den ihr arbeitet und alles mit der Geduld und der Disziplin. Keine Motivation, wir brauchen Disziplin. Wir sehen uns dann. Haut rein.